Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfuß hier zu einer neuen Runde Dota Autochess. Und jo, wenn jetzt alle geladen haben, perfekt, geht's auch sofort los. Starten wir mit dem Anti-Mage, ne? Wo ich ja gerne nochmal wirklich wieder leeres Feld spielen würde. Also wir starten mit der Enchantress. Ich habe irgendwie wieder Bock drauf, das nochmal zu machen. Das lief beim letzten Mal ganz angenehm. Und ja, vielleicht diesmal auch wieder. In der Runde können wir eh nicht so viele Ränge aufsteigen, weil wir hier noch einen anderen Knight 6 haben und noch einen Knight 7. Und noch einen Knight 8, ja, okay, aber trotzdem, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Und ja, muss halt, wir können ein bisschen rumprobieren. Hätten wir jetzt natürlich hier wieder einen Bishop mit in der Lobby gehabt, hätten wir natürlich gerne durchgetryhardet, aber so, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir auch wirklich irgendwann anfangen, nur noch Only-Lobbys jetzt mit Knight 6 zum Beispiel zu spielen und wird da easy aufsteigen und so weiter. Aber bis Bishop, finde ich, lohnen sich diese öffentlichen Lobbys auch noch. Bis dahin kann man das so gut durchziehen und danach müsste man halt sich mal umschauen. Ich mache das Spiel auch nochmal ein bisschen leiser, so. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer, also ich hoffe doch. So, jetzt kommt hier natürlich nochmal ein Anti-Mage, ne? Das war ja irgendwie vorhersehbar. So. Dann bringen wir den doch erstmal aufs Feld. So, hier hat einer Goblins, hier hat einer einen Batrider. Hier hat einer ein Licht gekauft. Ja, Goblins sind immer noch im Moment sehr beliebt. Die Leute kaufen die ohne Ende weg hier. Da sollte endlich mal wieder die Meta so ein bisschen shiften und es muss noch irgendeine andere richtig starke Anfängerklasse, Anfangsklasse geben. Klar, man könnte Orks gehen, aber ist auch nicht so das Wahre, ne? Muss man halt einfach mal sagen. So, die beiden hier kloppen sich schön durch. Sehr schön. Können auch sie nochmal verkaufen und ihn lieber mitnehmen. Vielleicht eine Early Ork Combo ist not bad. Müssten wir mal schauen. Obwohl, ich werde das Game hier fast schon wieder spielen wollen gerade. Den hier gezogen. Dann könnte ich die hier verkaufen und ihn holen. Ich sehe hier was sich hier bildet. Hier wird eine Demon Hunter oder Demon Strategie kommen. Da habe ich auch Bock drauf. Das mache ich gerne. Das ist einfach eine geile Strat, so die man fahren kann, ne? Mit Demon und Demon Hunter. Würde ich schon gerne machen. Wir sind noch der Einzige bis jetzt mit einem Anti-Mage. Hoffentlich ändert sich das auch nicht. Halt cool, wenn wir wirklich der einzige Anti-Mage-Spieler im Moment sind. Naja, hier ist auch noch einer versteckt. Auch wirklich nur einer, dann ist in Ordnung. Aber der hat halt auch zwei Trolle schon, der hat ganz komisch gebaut. So, für uns ist das natürlich mit dem Shadow Fiend hier kein Problem. Aber gerade weil wir diesen Shadow Fiend gezogen haben, werden wir das hier auch bespielen. So, der Quarterstaff ist unser erstes Item, ne? Und hoffentlich auch nicht unser letztes. So, wir könnten gerade schon richtig Warlock reingehen. Wir könnten aber auch Krieger reingehen. Axe or Fist is changing nothing. So, wir nehmen aber ihn mit. Positionieren die beiden nochmal um. Geben aber das hier schon mal auf ihn. Zack. Oder wir nehmen ihn raus. Bringen ihn schon mal drauf. Hat schon jemand hier noch einen Demon? Nö, ne? Doch hier, der eine hier. Natürlich gegen den da müssen, der den Chaos Knight da hat. Ist natürlich nice für uns. Ansonsten, naja. Schwierig. Clockwerk 2 und Clockwerk 2. Auch schwierig. Das sollten wir nicht wirklich reißen können hier. Auch wenn er hier ein, zwei Blackwards vielleicht setzen wird, aber ja, eher ein. Ich glaube, der wird nicht reichen. Gerade nicht gegen zwei Stufe 2 Einheiten, aber trotzdem, ja. Haben wir schon mal gesehen, so bad ist unser Feld gar nicht. Wenn wir es jetzt noch aufleveln würden. Die beiden hätte ich jetzt, also einen von beiden hätte ich wenigstens gerne mitgenommen, aber ja. Wollte das Spiel nicht, müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen. So, Axe or Fist, it's changing nothing. So, gehen wir dafür, nehmen den mal mit. Können ja mal einen Goblin wegkaufen für andere, so. Weil den Anti-Mage darf ich halt nicht verkaufen, ich habe halt ein Gold leider zu wenig, um aufzuleveln. Das heißt, wir machen es so. Wir haben halt auch hier 10 Gold auf dem Feld stehen, ne? Der hier hat zum Beispiel nur 1, 2, 3, 5 Gold auf dem Feld stehen. Also eigentlich, was Gold angeht, ist unser Feld richtig teuer gewesen. Hier 2, 3, 4, 5 Gold hat der hier. Ach, das ist der sogar, ne? Zufällig. Wir haben 10 Gold auf dem Feld und ja. Wenn er das macht, dann stimmt da halt irgendeine Verteilung halt nicht, ne? Weil wir haben halt die teuren Einheiten. Der hat schon eine kleine Goblin-Kombo gehabt. Wir werden halt vielleicht auch schnell auf eine Warlock-Kombo kommen, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir gleich. Und jetzt soll ich erstmal auch eine... Ja, hier haben wir die Warlock-Kombo sogar sehr schnell aufgebaut.
Den wollen wir nicht mehr haben. Den wollen wir nicht mehr haben. Aufgelevelt. Ich würde sagen, wir stellen ihn ruhig hin. Jetzt haben wir Triple Warlock schon. Den hier können wir schon mal verkaufen. Knights nochmal reingehen könnte man natürlich auch überlegen. Wir nehmen mal den hier als Krieger mit. So. Der Anti-Mage ist im Moment auch ganz schön schwach an sich. Aber ja, überlegt mal. 3, 6, 7, 10, 12 Gold auf dem Feld. Wenn man nur dieses Gold schon alleine sich anschaut und rechnet hier. Okay, der ist AFK, der zählt nicht. Schlechtes Beispiel. Der hier zum Beispiel hat 1 Gold. Ah ne, das sind 3 Gold. 6 Gold, 7, 8, 9, 10, 11 oder sagen wir 12 Gold, auch wie wir. Das hier ist dann halt schon knapper, ne? Ich glaube, wir sind trotzdem noch stärker, weil wir halt schon die Warlock-Kombo haben. Aber ja. Also, er ultet nicht nochmal, dann haben wir ein Problem. Wenn die Enchantress aber hier schon mal weg ist, okay, er fokust um. Uff. Der Umfokus war nicht gesund. Der Umfokus hier auf dem anderen Feld war ungesund für uns. Aua, aua. Ja, komm, wir nehmen ihn mal kurz mit. Oh, ein IO-Tower. Sehr, sehr früh. Sehr, sehr früher IO. Könnte halt probieren, echt noch, ein bisschen Knights reinzukaufen. Das bringt mich, glaube ich, auch nicht voran. Ich könnte jetzt halt den Anti-Mage 2 machen, ne? Aber irgendwie ist es mir auch gleichzeitig nicht wert. Lieber würde ich so einen Shadow Fiend gleich mal 2 machen oder sowas. Aber der IO-Tower hier zu haben, an der Stelle, ist in Ordnung. Wir werden zwar noch keine 10 Gold dann jetzt im Early haben, vorm Aufleveln, aber es juckt nicht so doll. So. Like Pawn. 3 Gold, ne? Hier 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der wird auch ganz schön knapp. Der hat aber auch gute Einheiten an sich so. Ist halt immer lustig, sich das auch so ein bisschen so vor Augen zu halten. So, wer hat die teuersten Einheiten und so weiter, ne? Daran sieht man auch oft, wer gewinnt. Und ja, also im Late Game dann nicht mehr, weil da geht es dann wirklich um Kombos. Aber hier im Early ist es eigentlich so, wer die besten Einheiten am Kaufen ist, ne? Der gewinnt das auch im Early erstmal. Sehr lustig eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet. So, so ein Shadow Fiend jetzt, oder so ein Venomancer würde ich mich drüber freuen. Habe ich. Oh, Terrorblade freue ich mich auch drüber. Über den Chaos Knight auch. So. Nächste Runde level ich auf und setze den Terrorblade mit hin. Das ist also, die rücken ich schon mal auf. Zack, zack. Und dann kommt hier ein Terrorblade hin. Sehr schön, sehr schön. Gut durchgeplant, unser Feld. Demon Hunter Strat haben dann auch nur wir wirklich. Der hier hat halt noch einen Anti-Mage stehen, ne? Oder nee, was hat der jetzt stehen? Hat der ein Terrorblade stehen? Ehrlich? Ja, okay, der hier hat ein Terrorblade stehen. Keine Ahnung warum. Müssen sie denken, müssen selber wissen, was sie tun. Ich denke darüber nicht so gut. Von daher, ja. So, das Feld hier sieht schon interessant aus. 4, 8, 9, auch 12 Gold. Das ist schon wieder ein knappes Ding. Und der hat auch ein paar Kombos, ne? So ist es ja nicht. So, das hier ist, ja, einfach verloren für uns. Ist in Ordnung. Müssen wir so hinnehmen. Losing Streak wollte ich jetzt aber so direkt nicht fahren. Den hau ich schon mal wieder raus. Den will ich erstmal nicht mehr haben, den Batrider. Nicht, dass ich den aus Versehen doch noch überlege. So, sollte ich vielleicht doch. Nein, will ich nicht haben. IO Tower könnte halt noch interessant werden. Der macht aber auch 50 Schaden. Wenn ich überlege, ist so stark wie so ein Anti-Mage, ne? Könnte ich auch den setzen. So, leveln wir. Und, oh, wir könnten natürlich also den hinsetzen. Ich bin noch ein Troll Warlord einfach mal Stufe 2 kicken, ne? Oh. Oh komm, lass mich doch auf meinem Feld. Schwierig, schwierig alles. Auf jeden Fall können wir jetzt auch ihn hier noch mit draufbringen, wenn wir jetzt Platz hätten und so weiter. Aber ich glaube, der Axe, der ist halt einfach zu tanky jetzt noch im Early. Ich glaube nicht, dass es klug ist, den abzugeben. Das wären nur 3 Gold, die ich mir holen könnte. Den Rest brauche ich alles an Leuten hier oder an Sachen. Daher, wir sind im Moment eher fein mit wenig Gold. Das müssen wir natürlich ändern, dass wir in 8 Runden spätestens aufleveln. Was schon am liebsten Early 7, aber dann kommen wir nicht mehr hinterher. Early 7 tut immer zu doll weh. Aber unser Terrorblade entwickelt sich gleich und sollte, oder? Ne, entwickelt sich nicht mehr. Ich würde sagen, es sollte sich entwickeln und das Feld aufräumen. Da es jetzt aber nicht gemacht hat, ja. Ja, läuft es halt so. Ungünstig gelaufen, richtig ungünstig. Ich würde sagen, wir können die Knights wieder verkaufen hier. Den auf jeden Fall. Teil, die können wir auch schon mal raus. Oh, und weil jetzt kann man nämlich so kaufen. Click and place. Oh, das geht so nicht. Der nervig. Ich dachte, ich kann hier meine Bank verschieben, so wie ich lustig bin. Das ist ja doof. Okay, dann machen wir das wieder aus, sonst vergesse ich das.
Wenn wir jetzt noch einen Druiden ziehen, dann haben wir hier mit den Enchantress noch was Gutes vor. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen. Die verkaufen wir halt auch erst, wenn wir den Platz brauchen oder den Interest, ne? Vorher nicht. Weil Interest ist halt dann das Save Gold damit und wenn wir die halt kombinieren, haben wir halt nochmal eine kleine Finanzspritze extra. Die wir natürlich auch sehr gerne in Anspruch nehmen. Aber hier, die Mob-Runde sollte auch kein Problem für uns sein. Von daher alles easy und entspannt. So, hier eine Clo Oh, zwei Cloaks. Hat denn schon jemand Mages? Wahrscheinlich wird auch keiner welche kriegen hier in dem Game. Ah, ich überlege auch, ob ich einfach einen 6er Warlock mal aufbauen will mit Demons oder so. Batrider einfach so? Wofür? Warum ich? Warum? Ist die Frage. Warum? Warum ich? So. Kriegen die beide einfach mal. Ja, egal, wer die Items kriegt da. Warum kriege ich ein Batrider 2? Was will ich damit bezwecken? Nichts, ne? Einfach nichts. Also holen wir auch nicht. Ich kriege auch Losing Streak Bonus. Ich würde gerne mal wieder eine Runde gewinnen. Ich würde auch gerne mal meine Einheiten ziehen, die ich brauche dafür. Er meint eine sehr frühe Warlock-Kombo und ja. Bin hier mit Undead noch ein bisschen aufrüsten und dann müssen wir mal schauen. Hauptsache, wir haben am Ende 6 Warlocks oder ja, 7 wäre jetzt nicht so schlimm, aber unangebracht halt, ne? Nur ich vermute mal, da wird dann vielleicht ein Troll-Warlord im Late Game rausfallen. Für einen, lieber ein Alchemist oder irgendwie sowas. Oder wir holen gar keinen Alchemist und denken es anders aus. So, der Anti-Mage ist nochmal sehr wichtig, dass die nicht gleich nochmal ultet. 10 Gold ist wichtig. Hoffentlich ziehen wir jetzt nochmal einen Druiden so. Wäre schon cool, da nochmal ein bisschen Gold rauszuholen. Nein, aber den Anti-Mage kriegen wir fertig. Auch in Ordnung. Zack. Und hier ziehen wir noch einen Chaos Knight. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich verkaufe ihn hier. So. Und setze hier lieber den Kollegen mit hin. Weil ein Ex brauche ich hier nicht. So, wenn ich gewinne, kann ich die beiden hier verkaufen. Ansonsten müssen wir nochmal uns umorientieren wieder, wie immer. Sag mal so, jetzt kriegen wir hier so langsam auch Demons dann. Dann läuft es. Queen of Pain würde ich dann auch gerne draufbringen. Ich glaube, der Chaos Knight hier, der ist schon sehr, sehr stark. Chaos Knight 2, da kann man nicht Nein zu sagen. Vermute mal, ja. Das sollte unser Game hier werden. Wir haben ja auch hier im Venomancer, hatte noch ein paar Black Ward Sets. Zack und zack. Triple Kill Shadow Fiend, ja, nice. Aber ja, wir haben auch das meiste Gold, wenn wir jetzt den AFKler rausnimmt. Oh, mit dem schlechtesten Platz hier. Haben wir zusammen 20 Gold und kriegen 2er Interest. Haben halt die anderen Spieler nicht, ne? Und jetzt halt die Frage, wenn wir gewinnen, sollten wir vielleicht die Queen of Pain verkaufen oder sonst was? Wir haben halt jetzt so viele Möglichkeiten, ne, um auf 30 Gold schnell zu kommen. Winning Streak kriegen wir auch. Und jo, jetzt müssen wir halt mal schauen. Wenn wir verlieren, was machen wir dann? Ich glaube, wenn wir verlieren, machen wir nichts. Aber wenn wir gewinnen halt, ne, Queen of Pain raus, erstmal. Auch wenn es ein bisschen weh tut, aber es kann ja sein, dass wir sie nie kriegen. Und wenn wir aber verlieren, kaufen wir einfach noch die Enchantress dazu. Oh, es tut mir leid. Irgendwie ist mein Hals gerade ein bisschen tot. Oh ja, hier kriegen wir einen Free Win. Dann sollten wir es, glaube ich, tun. Zack. Das Game hat gesagt, ey, komm, nimm es einfach an, die 30 Gold. Nimm sie einfach an. Der hat auch nur 24 zur Zeit. Joa. Rampage. Die haben hier gespielt bei Papa Schlawuzzi. Okay. Ist auch noch in Gange, aber ja. Gegen den Lone Druid hier. Gar keine Schnitte für uns. Gar keine. Sollte man schon mal vormerken für später. Will da gar keine Schnitte haben. So. Hier ist nichts dabei, was wir gebrauchen könnten. Das heißt Sparrunde. Natürlich hätte ich jetzt schon gerne am liebsten 40 oder 50 Gold, aber ich glaube mit 36 Gold ist uns ja gut beholfen. Hier müsste ein Batrider verkaufen, was ihm wehtun würde. Wenn er klug ist, verkauft er einfach hier den Witchdoktor, wenn er verliert. Wenn er gewinnt, kann er halt alles so lassen, ne? Aber falls er verliert, würde ich hier den Witchdoktor verkaufen. Batrider probieren, 2 zu kriegen wegen den Knights. Weil ich das gerade gesehen habe mit den 29 Gold, war ich neugierig. Der hier hat nur 9 Gold. Und kauft einfach so hier einen Necrophos rein, ne? Ist halt schwierig. Wenn du schon kein Gold hast, schon auf dem absteigenden Ast bist, ne? Und dann noch Einheiten auf die Bank setzt, mit denen du nichts anfangen kannst und keinen Interest rauskriegst, dann machst du alles falsch, wirklich. Ja, da kann ich auch nicht mehr helfen. So, aber gegen den Tinker hier werden wir auch keine Chance haben, leider. Nee.
Gute ist, das bestätigt unseren Terrorblade, weil mit 37 Gold wäre komisch gewesen. Ja, der hat sich seine 30 Gold hier gesichert gehabt. Das war ja so klar bei dem, aber hat er. Ne, er hat nichts verkaufen, er hat sogar gewonnen gehabt. So, jetzt kommen die Wölfe. Zack, zack. So. Möchte ich erstmal noch einen Kunker mitnehmen? Ja, nein, vielleicht. Das ist halt eine 4-Gold-Einheit, ne? Ein Kunker ist halt eine starke Einheit. Kann man fast immer spielen. Gerade haben wir nicht den Platz dafür, aber ansonsten hätten wir ihn vielleicht reingebaut. Können wir ja vielleicht auch machen, wenn wir gleich Stufe 7 sind, wenn wir nichts Besseres ziehen. Wo ich ja sagen muss, dass ich auch gerne eine Queen of Pain noch hätte. Dann den neuen, den Doom hätte ich gerne. Den Sven heißt da, glaube ich, den neuen Demon hätte ich gerne. Da könnte ich vielleicht noch einen Troll-Warlord oder sowas mit reinnehmen für eine Combo. So, aber hier, das hier ist eklig, dass wir den ja, den einen hier nicht noch besiegt haben. Gut ist, dass wir trotzdem ein Item bekommen. Das geben wir auch dem Terrorblade erstmal, würde ich sagen. Dann gucken wir gleich. Da gucken wir gleich erstmal und dann, ja, entscheiden wir uns da weiter. Liken ist natürlich auch immer was Feines, ne? Aber nee, wir sollten den hier verkaufen. Dann haben wir nämlich schon mal genug Gold. Dann können wir hier zum Beispiel ein Licht kaufen erstmal. Wer weiß, was sich daraus noch entwickelt, ne? So kennen wir das Game ja. Wir können sogar so stehen bleiben, würde ich fast schon sagen. Oder so ähnlich. Ich würde nur den gerne nach vorne haben, den gerne nach vorne haben, den hier hin, den da hin und den hier hin. Oder die hintere Reihe hier dann weghauen. Jetzt springen hier ins Assassin rein. Das ist dumm gesetzt von mir. Hier können uns Assassin reinspringen. Das muss ich vermeiden, dass unsere Einheiten ein bisschen selber stehen. Der Venomancer muss dann außen stehen, damit er seine Black Wars außen wenigstens 2 Stück mindestens hinsetzen kann und so weiter. Muss halt dann auch auf alles achten, ne? So, der hat halt hier zum Beispiel ein Licht, damit Bolt sonst komplett weg. BP läuft bei dem. Aber ey, wir haben jetzt genug Gold, um aufzuleveln. Das ist uns viel mehr wert gerade, an der Stelle. Wo ich fast schon gerne die beiden Likens da mitgenommen hätte, ne? Da muss ich mal so ehrlich sein und sagen, ja, die sehen gar nicht so schlecht aus. So. Ja, hier leveln wir einfach kommentarlos hoch. Setzen den nach da, den nach da, den nach da. So, so. Setzen hier vielleicht den noch mit drauf erstmal. Warum auch nicht? Wir können es uns ja erlauben. Oder wir verkaufen den Reroin einmal. Moment mal. Was ist das denn für eine Hand? Möchte ich die Hand da so wegkaufen, ey? Sehr interessante Hand halt, ne? Sehr, sehr interessante Hand. Die saven wir uns ehrlich erstmal und dann gucken wir gleich mal, was wir mitnehmen. Oder ich nehme einfach nur den Chaos Knight mit und ignoriere den Rest oder nur die Queen of Pain. Eigentlich Chaos Knight 2, ich weiß nicht, ob wir den noch höher kriegen werden. Oder wir nehmen nichts mit. Ah, ich lasse ihn mal vorbeilaufen. Ja, wir rerollen jetzt auch erstmal nicht mehr, wir wollen nur noch leveln. Ich glaube, wir sollten einfach nur leveln. So, 6 Schaden bekommen. Schaden ist natürlich im Moment ungünstig, aber ja, müssen wir so hinnehmen. Wir wollen natürlich unseren Terrorblade eigentlich upgraden. Dafür würde ich fast schon gerne rerollen, aber nee, wir nehmen lieber hier Dazzle mit und da setzen den. Und ja, leveln hoch. Wir leveln jetzt erstmal hoch. Bis wohin ist die Frage? Bis 9? Mal bis 9 leveln und dann gucken, was wir so aufs Feld kriegen. Aber wollen wir bis 10 durchleveln, ist die Frage. Wir können auf jeden Fall hier als erster 10 erreichen in diesem Game. Weil keiner hier vernünftigen Interest außer der hier aufgebaut hat. Und der ist aber immer noch Level 6. Das heißt, der hängt uns auch mit Leveln hinterher, der Kollege. Dafür ist er viel stärker. Ihr seid jetzt richtig schwach geworden. Dafür haben wir jetzt halt auch den Dazzle geholt, dass wir viel weniger Schaden kriegen werden. Oh, er hat sogar sich nicht mal mehr selber geultet oder insgesamt nicht mehr geultet. Ja, unser Venomancer, dem fehlt es halt an Upgrade, unser Shadowfiend auch, unserem Terrorblade. Es fehlt halt allem ein Level-Up, ne? Und bis wir das haben, dauert Zeit. Wir haben da einen nicht mitgenommen, aber 9 Schaden, ja. Das hier 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Schaden, 11 Schaden. Aber wenigstens ein bisschen Schaden minimiert, ne? So in 2 Runden sind wir vielleicht schon Stufe 8. Kommt drauf an, wie gut wir ziehen. Na gut ziehen, was ich natürlich mir trotzdem wünsche, ne? Geht das nicht so schnell, aber ja. Das hier ist doch schon mal nett. Kann man schon mal als nett bezeichnen vom Spiel.
Dann leveln wir schon mal zweimal. Ah, denn eigentlich müsste hier in spätestens zwei Runden die Kiste durch sein. Ich glaube, so krass kann ich gar nicht ziehen, dass ich das nicht hinkriege. So. Ist halt die Frage, ne? Das machen die anderen. Guck mal, wie viele Kombos die anderen. Obwohl, wir haben auch viele Kombos jetzt. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie viele Kombos die anderen haben, aber ja, Quatsch. Das sind nur drei Goblin-Spieler im Moment. Ich dachte, das waren am Anfang vier oder fünf. Der hier oben hier, der stört mich. Der geht, glaube ich, auch ein bisschen meine Strat mit rein, oder? Nee. Der hat einfach gar nichts fertig, okay. Das ist auch eine Strat, einfach nichts haben. Nichts haben ist eine Strat, ja, sollen sie machen, ne? Habe ich nur 6 Schaden bekommen von den 4 Einheiten, dann ist alles super. Habe ich hier, verloren? Okay, habe ich. Ja, GG. So. So, Applaus, Applaus und wir ziehen ihn. Zack und zack und nächste Runde erfreuen wir uns dann über das Level Up. Wir hätten natürlich auch sowas hier mitnehmen können, aber warum? Wir haben keine Hunter. Den hier, der bringt uns auch nicht weiter gezwungenermaßen, obwohl wir können den raushauen. Da können wir doch noch den holen. Ah, wir nehmen ihn mal mit. Er stört ja im Moment nicht. Später dann wahrscheinlich, aber im Moment könnten wir vielleicht doch nochmal glücklich werden mit dem. Was bringt es uns, wenn ein Terrorblade oder ein Anti-Mage öfter ulten kann, ne? Ist halt die Frage. Nämlich gar nichts. Da haben wir natürlich auch wieder ein kleines Problem. So, hier ultet er den Witch-Doktor. Der hat eine sehr starke Ulti gekickt. Muss man ja sagen, aber ja. Das passiert ja mit unserem Feld gerade. 3 Schaden ist okay, anstatt 4 oder so wahrscheinlich. Eieiei, waren wir schwach. So. Den hatten wir ja schon. Leveln wir zweimal. Ist das Stack-Able? Nee, ne? Das wäre ja lustig, wenn ich einfach 2 setzen könnte und, ja. Glückliche Wesen, so nach dem Motto. Aber wie es aussieht, geht das nicht. Da setzen wir einfach den dahinter. So in 4 Runden Stufe 9 haben. Sollte easy sein, wenn nicht schon in 3 Runden. Und wir sollten aufpassen, dass wir vorher nicht krepieren. So sind die Pläne auf jeden Fall. Eine Queen of Pain habe ich jetzt halt leider nicht geholt. Habe ich ein bisschen schlecht gespielt oder zu stark auf dem Interest gespielt. Deswegen haben wir das nicht bekommen. So, die Templer schon mal weg. Vielleicht kriegen wir dann noch einen Viper und einen Bounty Hunter. Wenigstens die Assassins so. Nee, einer aber wenigstens. 8 Schaden. Ah, ist schwierig. Bis Stufe 9 ist halt dann free und dann müssen wir halt Angst haben, dass wir sterben. Ja, hier ist einfach AFK gewesen und gestorben. Das ist einfach nur RIP. Wenn mir das passiert, ey, wenn ich so denke an einen Disconnect, den ich vor kurzem hatte und so weiter. Aua, aua, dieses Spiel. Naja. Aber es ist trotzdem auch alles okay, ne? So. Ein Liken 2. Wäre in unserem Feld eigentlich gar nicht so schlecht wegen dem Venomancer, aber ja. Weil dabei sind, ich ziehe auch keine Warlocks mehr, ne? So, Death Prophet und Necrophos und Enigma später, die drei, das wäre so unsere Final Combo dann. Weiß nicht, aber noch nicht mal, ob wir die dann kriegen. Also nicht, ob wir unseren Venomancer noch geupgradet kriegen und so weiter, ne? Der Shadow Fiend ist im Moment auch noch ganz schön mager da hinten. Den haben wir ganz im Early einmal gezogen und dann gar nicht mehr. Ah, es ist halt alles gerade nicht stark für uns. Weil wir einfach nichts fertig kriegen, obwohl wir so unique spielen, also so eine eigene Combo haben. Das tut halt richtig weh gerade. Aua, ey. 14 Schaden. Damit fliegen wir gerade fast schon raus. So gefühlt. Ja, mit Stufe 9. Eigentlich mehr als Stufe 9 brauchen wir ja dann fast gar nicht, ne? Damit müssten wir uns dann wahrscheinlich zufrieden geben. Den fertig. Ich weiß nicht, wie wir den da so wirklich fertig haben. Möchte ich den wirklich nochmal aufleveln? Nee, eigentlich nicht. Sollte ich, glaube ich, auch nicht machen. Sollte hier vielleicht lieber nochmal im heimlich still und leise leveln. Die beiden verkaufen und ihn holen. Ja, nächste Runde level ich das Ding jetzt zu Ende und gut ist. Der Terrorblade ist Stufe 2, das war wichtig. Aber ich habe noch so viel offen hier, was aufgelevelt werden muss. Also von daher hätte vielleicht auch ihn und ihn tauschen sollen. Hätte ich jetzt eine Beast-Kombo stehen. Warum nicht? Laundrid 1 ist jetzt auch nicht so schlecht. Hier sind halt auch noch zweimal Terrorblade 2, ne? Der hier kämpft uns halt gekonnt.
Weiß ja nicht, warum man so ein Terrorblade-Feld aufbaut, aber ja. Wir machen es wenigstens vernünftig dann, ne? Deswegen gewinnen wir das hier auch wahrscheinlich. Aber jetzt machen wir plötzlich den Erstplatzierten, nur weil wir den Terrorblade hier aufgelevelt haben. Ja, dann hätte natürlich auch das in den Terrorblade gut kombinieren können an sich, overall. Aber ja, das habe ich ein bisschen verbockt jetzt. Weil Dazzle 2 und Terrorblade 2, dann macht der Dazzle für den Terrorblade eine Ulti und der Terrorblade hält länger aus. Was er den Terrorblade ausmacht, er muss halt lange leben und viel Schaden zu machen. 128 DPS jetzt schon mal zu haben, ist erfreulich. Ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir nehmen ihn runter, setzen ihn hin. Könnten jetzt natürlich auch hier so fertig leveln. Einfach mal was kaufen und mit hinsetzen. Und dafür dann die Enchantress hier verkaufen. Und hoffen, dass wir gewinnen. Sind das nicht alles gute Aussichten hier? Und wenn wir nicht gewinnen, haben wir ein Problem. Losing Speed kriege ich auch nicht. Also ja, kann dann auch nur einmal leveln mit dem nächsten Mal. Weiß ja nicht, ich würde gerne so Runde 28 rum nächstes Mal aufleveln. Oder ich reroll jetzt halt alles weg, ne? Bis ich meine Einheiten fertig kriege. Der Lone Druid hier ist halt eigentlich fast schon unangebracht, muss man halt einfach ehrlich sagen, ne? Er soll halt einfach nur mal nochmal so ein Bear spawnen hier, der so ein bisschen Krawall macht und das ist alles. So, der Dragon da ist weg. Unser Witch Doctor wird hier nicht mehr viel reißen. Leider. Er wettet jetzt auch noch gar kein Ulti wieder ab, so. Ey, er wird auch nicht mehr was reißen hier, auch wenn er geultet hätte. Schade drum, aber ist so. Die beiden will ich behalten. Wir könnten jetzt auch einfach All-In gehen an sich, ne? Wenn wir wollen würden. Bin aber auch jetzt endlich mal ein bisschen rerollen, wenn wir schon dabei sind. So, den kaufen wir fertig. Den verkaufen wir dafür. Dann kaufen wir den und den. Und verkaufen den. Und setzen dafür den. Jetzt könnten wir den Venomancer oder den Dazzle. Machen wir es mal so. Der Venomancer hier steht ungünstig, aber besser als nichts. Und hier ist der letzte. Sehr schön. Und jetzt kommt oh, Mob-Runde. Ist ja noch schlimmer. Das ist jetzt schlimm, dass wir Mob-Runde haben. Aber jetzt freue ich mich nicht mehr darüber, weil ich jetzt Interest verloren habe. So. Oh, die Maske. Leiste haben wir ja noch nicht genug, sagst du, ne? Leiste haben wir nicht genug. Aber der Venomancer, dass er jetzt fertig geht, erfreut mich echt. Ja, dann holen wir sie mal kurz mit. Vielleicht kann ich sie jetzt echt verwerten. Die will aber auch, ne? Gerade überlegt, ob ich sie dann einfach auch draufsetze, wenn die schon will, ne? Aber, können wir, glaube ich, noch nicht so viel mit anfangen. So bauen wir uns mal auf, glaube ich. So fühle ich mich irgendwie sicher. Nur, dass wir den Anti-Mage hier noch mit ausstatten. Zack. So, jetzt mal schauen, was passiert. Meiner Meinung nach sind wir jetzt sehr, sehr stark. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich würde halt gerne vielleicht den Necrofass nochmal gegen die Queen of Pain 2 tauschen. Hier, sowas hier würde ich auch gerne mal ziehen. Bis unser Terrorblade mal vorrennt, ey. Dann auch noch Elemente, ne? Na komm. Entwickel dich. Oh, das tut uns richtig weh hier schon wieder. Aber 19 Schaden sollten wir nicht kriegen, trotzdem Aua. Ist doch wohl der All-In geworden, den wir jetzt durchgehen werden. Und ja. So. Mal schauen, was wir jetzt ziehen. Wir werden jetzt einfach komplett All-In gehen. Wir werden 10 leveln, dann rerollen. Aber wir wollen einen Interest von 5 Gold noch mitnehmen. So. Auch wenn wir jetzt unpassend hier das machen, aber ja. Ein IO, noch den hier. Zack. Neue Einheit. Da wollen wir den natürlich jetzt erstmal bauen, ne? Zack. Verkaufen wir den hier, weil wir wollen den Shadow Fiend hier auch noch haben. Ich hoffe, wir sind jetzt stark genug. Was kann der? Svenze Text kann deal 50% Cleave Damage to Enemy Pieces in 2 Square Active. Then get pumped up the Root Strength, grants Bonus Damage to Sven all other Demons Pieces for. Oh, lol, das ist eine. Der bufft alle Demons? Moment mal. Da haben wir, glaube ich, alles richtig gespielt, wenn er jetzt alle Demons gebufft hat. Lol, wie krass ist das denn dann? Der bufft alle meine Demons? Oder alle Einheiten? Das müssen wir gleich nochmal lesen.
Der könnte ja richtig krass sein hier, wenn der ultet. Was zum... What the fuck? Ah, den Shadowfiend, hier könnten wir vielleicht noch fertig kriegen, das wäre cool. Den müssten wir unbedingt ziehen, der war wichtig. So, jetzt muss ich es mir nochmal durchlesen. Sven, active Sven gets pumped up, the root strength transforms damage to Sven and all allied demon chest pieces. Uff. Uff, uff, uff. Der kommt hier hinten in die Ecke. Wenn der ultet, ey, der gebufft. Der nicht. Der Anti-Mage nicht, aber hier, oh, die ganze, also wenn wir jetzt sehen und den hier tauschen werden, dann die ganze erste Reihe. 6 Einheiten, die einfach richtig OP gehen. Also er ist da zwar selber auch dabei, aber, ja. So, da ist der Buff schon draußen. Ah, wenn seine Ulti alle healt, easy. Kommen wir gut durch. Undead Combo wäre auch nochmal gut für uns. Undead und Warlock haben, wäre nice. Können wir jetzt halt gleich langsam auch mal gucken. Wir ziehen ja doch Techies und sowas, ne? Womit wir nichts anfangen können. Ah, hier ist noch ein Necrophos und noch eine Queen of Pain. Die Queen of Pain, die können wir insgesamt eh nicht reinbauen. Da ist ein Death Prophet, Enigma und Nio. Ist das eine teure Hand. Die will ich komplett haben, ey. Also die drei. Und wenn ich den nächsten, das dann der erste, oder der nächste, oder der erste Undead, wie man es sagen möchte. Oder der erste Death Prophet, das wollte ich sagen. Wenn ich so ein Chaos Knight rausnehmen und den setzen und was kann ich und dann kann ich noch einen Doom rausnehmen und dafür den Enigma setzen. Und den Enigma könnte ich aber auch gleich auf Stufe 2 dann machen. Eieiei, Leute, hier ist was los. Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch überleben und weiterspielen können, weil die Hand hier mit drei Legendären, die möchte ich da nicht aufgeben. So. Das ist halt die Frage, wie rum ich es kaufe, ne? Ich kann jetzt erst den Death Prophet draufbringen oder erst den Enigma. Wen will ich denn zuerst sehen? Ich würde fast schon sagen, der Death Prophet lohnt sich erstmal mehr, aber den Enigma 2 gleich stehen zu haben, ist besser. Ah, komm, wir nehmen den Enigma 2. Für den Chaos Knight. Sollte gut sein. Im Notfall müssen wir halt gucken, ob wir noch irgendeinen anderen Demon abgeben. Der Chaos Knight, den können wir halt leider nicht komplett abgeben, weil ein Chaos Knight 3, ja, eher den Doom dann, ne? Eher den Doom würde ich abgeben. Ich werde den Doom jetzt auch fast schon erstmal runternehmen, oder? Nee. Zack, wir nehmen hier den Enigma hin. Und den Death Prophet, den hätte ich auch gerne. Dafür muss ich dann was runternehmen, den Doom, ne? Dann kann ich ihn auch verkaufen. What the fuck? Dann mache ich es nicht gleich so. So. So stehen wir, glaube ich, ganz gut. Haben jetzt hier alles soweit richtig gemacht, hoffe ich. 6er Warlock-Kombo. Ihr solltet auch nichts mehr krepieren können, außer Enigma sofort. Okay. Wenn ich jetzt natürlich eine Mob-Runde hier verliere, habe ich natürlich ein richtiges Problem. Aber nee, es geht noch. Es geht. Wir kommen durch. Wer, aber ja, wir haben es geschafft. Uff. Ich dachte gerade, ich verliere in der Mob-Runde. So, wir brauchen halt auch noch einen Shadow Fiend. Da haben wir eine 25% Chance. Genauso die gleiche Chance wie bei Stufe 4 Einheiten und bei 2ern. Bei 2 und 4 auf derselben Stufe ist schon heftig. So, wir nehmen den natürlich mit. Oh, und da ist noch ein Sven und Shadow Fiend. Das heißt, die Hand können wir uns saven. Auf jeden Fall für den Sven. So. Zack und zack. Der Enigma hier muss Damage machen und tanky werden. Und der Enigma ist halt eigentlich recht OP, wenn er ultet. Terrorblade haben wir noch. Anti-Mage haben wir halt nur 2. Das ist ein bisschen bitter, aber ja. Ist in Ordnung. Wir haben halt hier nur 3 AP und probieren es mit einer 6er Warlock Combo. 2 Undeads haben wir da drin und eine Demon Hunter Combo. Über den Sven hier auch, das Game zu machen. Also von daher, ja, schwierig, Leute. Schwierig. Die Enigma Ulti hier sehr stark. Ist halt lustig, wenn alle Einheiten gebufft werden und alle sind dermaßen einen Warlock Bonus hier haben, ne? Ist halt heftig, meiner Meinung nach. So. Dann holen wir den Reroll mit dem restlichen Gold einfach wieder. Eine Cloak gegen Mages. Hatte der hier Mages? Ja, ne? Ah, da ist ein 3er Mage-Kombo, da ist ein Cloak echt angenehm. Obwohl, wir kaufen einfach die beiden, oder? Was will ich noch mit dem Shadow Fiend hier? Ich will lieber probieren, noch einen Sven zu ziehen hier. So. Und dem geben wir auch eine Cloak. Das ist unsere wichtigste Einheit an sich. Leider können wir jetzt halt keinen Doom mehr halten meiner 6er Warlock-Kombo, aber ich glaube, die Demon Hunter-Strategie da drin ist echt angenehm und angebracht.
Ne, gerade wegen den Shadowfiend, darüber konnten wir dann halt in Svenno, in den Terrorblade. Unser Chaos Knight, der möchte halt auch noch aufgelevelt werden auf 3. Vielleicht mit einem IO und einem Chaos Knight oder irgendwie sowas. Müssen wir halt ein bisschen reinlacken. Unser Enigma 2 ist halt sozusagen eines unserer stärksten Einheiten hier, einfach nur weil der halt 9% anstatt 6% Damage per Sekunde macht. Das heißt, die andere Enigma-Ulti ja sehr schnell ausgekontert hat, wie man sieht. Ja, alle Mob-Spawns und so weiter beseitigt. Hier ist noch ein Terrorblade, den werden wir jetzt auch nicht mitnehmen. Wir wollen halt nur gezielte Einheiten noch holen. So ein Sven, so ein Death Prophet würde ich mitnehmen. Hiervon würde ich auch nichts mitnehmen an sich. Hiervon auch nicht. Der Doom ist halt schade, dass wir ihn nicht holen konnten. Hier, den wollen wir zum Beispiel mitnehmen gezielt. Sag mal, dann fehlt uns noch ein Sven oder ein Chaos Knight und wir sind richtig, richtig gut dabei. Ich hoffe halt, dass wir jetzt noch gewinnen, ne, und so weiter. Das weiß man ja nie, wie lange man hier noch seine Winning Streak fährt. Aber ja. Gerade er hier ist halt unser Carry. 300, obwohl, Enigma 335 Schaden. Uff, Leute, das ist auch heftig. Muss man ja einfach so sagen. Ich sag mal so 9% Damage per Second ist auch dann später für die weiterführende Mob-Runden gut. So. Ah, hier ist der. Nee, warte, wo sehe ich denn eigentlich den Sven-Buff hier? Ist der hier mit drin, ne? Nö. Nicht wirklich, ne? Ach, keine Ahnung, wie der angezeigt wird. Wir können auf jeden Fall ihn schon mal mitnehmen. Wir brauchen das gar nicht saven. Ist das Magical Damage von dem Enigma? Nee, ne? Ich glaube, das ist pure Damage. Wäre jetzt lustig gewesen. Oh, Zeus. Wurf, hier ist nichts dabei. Und hier ist noch ein Enigma, den wir nicht brauchen, zum Glück. Was hast du denn? Oh, leider pure Damage. Das ist Magical, aber ungünstig. Ich glaube, das kriegt dort in der Chaos Knight. Und wenn er dann gleich noch so ein Level abholt, weil wir nur noch einen einzigen brauchen, dann läuft. Auf jeden Fall sind wir schon mal safe Vierter. Ist halt eine entspannte Sache, die 6er Warlock-Kombo hier, ne? 6er Warlock Demon Hunter. Wir müssen halt jetzt auf Runde 35 aufpassen, dass wir den Enigma klug reinschicken von der Seite, sodass erstmal die andere Seite attackiert wird und er dann vernünftig ultet und so. Die Enigma Ulti ist jetzt dann unser Kapital, kann man sagen, gegen den Drachen. Ich weiß halt nicht, wie wir den am besten stellen, dass er jetzt halt schnell ultet und nicht so viel Schaden kriegt. Müssen wir gleich mal gucken. Weil ich habe echt Angst um den, dass wir deswegen da ein kleines Problem kriegen könnten. So. Wirklich, das ist jetzt hier die einzige Runde, vor der ich ein bisschen Schiss habe. Weil ja, ein Terrorblade entwickelt sich nicht. Ein Troll-Warlord bringt da nicht so viel. Ein Venomancer macht nicht so wirklich was. Aber der Sven, der wird hier geupgradet des Todes. Zack. Ich finde es auch lustig, dass ich ihn gleich zweimal gezogen habe. So, dann setzen wir den hier in der Ecke. Das nach da, das nach da, das nach da. Den auch von der Seite hier. Den noch von da. So. Ich so stehen wir ganz gut. Wir wissen jetzt halt nicht, wie er angreifen wird. Wahrscheinlich nach rechts. Ah, weil ich hier den Death Prophet habe. Oder er geht halt dann nach links. Ah, wir wissen es noch nicht, wie er angreift. Ah, ne, er geht eher, glaube ich, nach links, oder? Komm, Enigma, komm. Ist seine Ulti drunter? Die Ulti hier, die da drunter liegt. Guckt es euch an, wie wir sie sofort hier schnetzeln. Sehr schönes Item. Daraus wird das 100% Ding auf dem Chaos Knight werden. So. Oh, hier ist halt noch der andere Warlock, den wir jetzt nicht mehr brauchen. So, den davor. Den hier unten auf jeden Fall mit hin und den. So, hier unten könnten wir es auch eigentlich anders aufbauen, dass wir sagen, die beiden außen, dann hier noch den davor und den dahinter. Und hier irgendwie, obwohl, wir könnten natürlich auch echt das so hier aufbauen. Ja, wir sparen uns gerade irgendwie wieder ein bisschen hoch. Obwohl wir eigentlich immer, lass einfach rerollen. Eigentlich ist ein Interest hier gerade gar nicht mehr so wichtig. Wir werden halt nur noch eine Einheit finden. Und so länger wir warten, desto eher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir anders vielleicht diese Einheit uns wegkauft, ne? So müssen wir es halt immer mal sehen. Weil an sich ist unser Feld fertig oder ein Death Prophet, würde ich auch natürlich noch gerne probieren. Aber ob wir ihn jetzt kriegen oder nicht, wissen wir halt nicht, ne? So, wir sind schon im 1-on-1 angelangt. Das kann man leider nicht gebrauchen an sich, ne? Ist natürlich immer gut zu haben, aber, ne, ihr wisst, wie ich meine. Der ist fertig. Er ist echt fertig geworden. Das ist natürlich nice, wenn er fertig wird hier. So. Den stellen wir auch gleich mal aggressiver hier mit rein. Wie steht sein Feld so? Okay, er hat einfach stumpf aufgebaut, okay. Schauen, was macht er da? Luna 3 und ich habe dafür einen Chaos Knight 3 geholt. Und in die Frontline nach ganz vorne, okay.
Star Knight hat er auch. Was hat denn er sonst noch so? Sechs Knights, okay. Er war ja auch zwischendurch mal ganz weit unten und hat wahrscheinlich so ähnlich wie wir gespielt, dass er dann reingelackt hatte und so weiter. Also eine starke Lune haben ist not bad, aber die Enigma-Ulti hier wird sehr schmerzhaft. Oh, die carried uns des Todes, oder? Der Dragon Knight hier wird von einem Dazzle an Leben erhalten. Hier haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und hier schnetzeln wir ihn auch gerade. Sehr gut. Das ist schon das Game? Na, ein HP gegen 3 HP. Uff, jetzt geht's hier um die Wurst. Jetzt wollen wir es aber beide wissen, glaube ich. Auch jetzt wollen wir es beide wissen. Hat die Frage, baut er um? Ja, hat er, ne? Und er hat keine Assassinen. Das heißt also, ich kann mich auch nach vorne trauen. So, jetzt hauen wir uns da nach vorne. Wir wollen hier halt noch so ein bisschen kaufen, so ein bisschen dies, das, ne? Wie man das hier halt so macht. Das sollte jetzt eigentlich GG sein. Also eine Partei wird jetzt wahrscheinlich gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig hier gedefft kriegen, so. Wenn er jetzt halt hier seine Ulti kickt, so, ist eigentlich das Game vorbei. Eigentlich. Der Enigma hat aber nicht wirklich geultet, aber wir kommen hier trotzdem gut durch. Auf unserem Feld sind wir safe und auf seinen haben wir gewonnen. Das ist unser Game, die 6er Warlock-Kombo am Start, Leute. Und ja. Ich würde sagen, das lief recht angenehm für uns. Mit 3% am Ende noch gut durchgemogelt. Wir haben gut Schaden gehabt. Der hier hat halt am meisten Schaden gemacht. Dafür ist sein Late Game dann abgefallen. Ja, wir haben 6 Warlocks gespielt. Er hat damit so gut am Ende gewonnen. Dieser Sven ist ja mal so stark, wenn man Demon Hunter geht. Der ist ja so wichtig da drin. Und mit 6 Warlocks, sonst konnte keiner aus. Und wir können übrigens noch rerollen gerade in Einheit. Das sehe ich jetzt erst. Das habe ich vergessen. Habe ich auch angekündigt gehabt. Werden wir bald machen. Alles easy, ne? Und entspannt. Oder wir sparen halt ein paar Candies und machen da so ein kleines Opening-Ding draus. Mal schauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao, ciao.